Willkommen zu Stadtland Kunst. Wir starten mit folgendem Rat. Treiben Sie nicht 2000 Schafe über den Hollywood Boulevard. Das ist illegal. Dafür können Sie dort skaten. Wir verraten Ihnen die besten Spots in L.A. und zeigen Ihnen, wo der rebellische Sport entstanden ist. Inzwischen ist er ja olympisch. Auch in Norwegen gleiten wir. Die Leute dachten, wir seien verrückt, hier in diesem kalten Wasser mit dem Surfen anzufangen. Wir erzählen Ihnen die Geschichte dieser beiden Verrückten nördlich des Polarkreises. Nach der eisigen Kälte wärmt uns ein herzhaftes Gericht. In Zagreb gibt's Kaninchenbraten nach kroatischer Art. Sezna Lovacki. Und das Rätsel. Welches Geheimnis hat Radio Barcelona 30 Jahre lang gehütet? Es geht um die Sendung El Consultorio. Die Kultsendung wurde von Elena Francis moderiert. Sie hat Millionen Hörerinnen von 1947 bis 1984 begleitet und ihnen Tipps für ihre Schönheit und Liebesangelegenheiten gegeben. Doch dabei war etwas faul. Wir lüften das Geheimnis am Ende der Sendung. Unser erstes Ziel ist die Camargue. Wenn man in die Region kommt, hört man zwei Melodien, Pferdegalopp und die Gypsy Kings. Seit Ende der 70er Jahre gibt es keine besseren Botschafter für die Region als Sie. In der schroffen, scheinbar gottverlassenen Region am Rand des Rhône-Deltas erklingen lebensfrohe Klänge. In den unbeschwerten Klängen der Gypsy Kings verbirgt sich ein Lebensgefühl, das in der gesamten Camargue zu spüren ist. Das der Roma. Wo früher Elend und Malaria das Leben prägten, teilt und lindert man heute sein Leid bei gemeinsamen Feiern. Seit über 30 Jahren tanzt die Welt zur Musik der Gypsy-Könige. Ihr Rumba-Katalan und ihre rauen Stimmen begeistern mit Liedern wie Jobby Jobba, Bamboleo und Bailame. Ihre spanischen Texte spiegeln eine Identität, die hier zum Klang der Gitarren entstanden ist. Eine weltoffene Musik, die alle Grenzen aufhebt. In Arles machen die späteren Gypsy Kings ihre ersten musikalischen Erfahrungen. Die Eltern von Nicolás Reyes, dem Sänger der Band, sind Ende der 30er Jahre vor dem spanischen Bürgerkrieg hierher geflohen. In Arles und vor allem im Viertel Roquette am Ufer der Rhône suchen schon seit dem 15. Jahrhundert spanische Roma Zuflucht vor der Inquisition. Nach und nach kommen auch italienische und maghrebinische Arbeiter dazu. In dieser multikulturellen Stadt wächst Nicolás Reyes auf und er lebt noch heute dort. Ich lebe in Arles, weil mein Herz an dieser Stadt hängt. Ich könnte sie nie verlassen. Ich hatte eine glückliche Kindheit in Arles. Ich war mit meinen Geschwistern sehr oft auf diesem Platz. Wir nennen ihn das Plätzchen. Sonntags war Markt und wir pflückten Obst, das damals umsonst war, und brachten es nach Hause. Zu Hause wurde Katalanisch gesprochen. Wenn ein Familienmitglied aus Spanien zu Besuch kam, sprachen wir Spanisch. Jedes Jahr im April ist die Feria und in den Bodegas wird gefeiert. Natürlich treten Gruppen aus Arles und Nîmes auf. Sie stammen alle aus der Gegend. Ich spüre diese spanische Seele in mir.
Die Roma müssen improvisieren. Oft arbeiten sie als Schrotthändler oder Landarbeiter. Doch in der Musik sind sie die unangefochtenen Meister von Aar. José Reyes, der Vater von Nicolás, ist ein bekannter Flamenco-Sänger. Die Familie lebt zunächst in einem Wohnwagen am Ufer der Rhone und zieht später in die Rue des Douaniers. Wir lebten mit unseren Eltern in einem Haus mit nur zwei Schlafzimmern. Die waren durch einen Vorhang getrennt. Und es gab das große Zimmer mit dem Kamin. Wir waren zu 11. Mit Mama waren wir 12 und mit Papa 13. Es war ein fröhliches Haus mit einer Ausgelassenheit, die man sonst nirgendwo fand. Meine Mutter war Hausfrau und mein Vater sang. Und manchmal hatte er Arbeit. Wie alle Gitanen sammelte er Schrott und verkaufte ihn. Im Winter lebten wir davon. Und vom Gitarrenspiel vor Restaurants und Pizzerien. Seine Sternstunde erlebt José Reyes, als er in den 60er Jahren mit dem Flamenco-Gitarristen Manitas de Plata auftritt. In der freigeistigen Stadt feiert das Duo große Erfolge. Intellektuelle jener Tage gehören zu ihren Bewunderern. Oder Künstler wie Pablo Picasso und der Fotograf Lucien Clerc. Nicolás Reyes nimmt den Cante Rondo seines Vaters in sich auf. Einen Flamenco-Gesang aus tiefster Seele, mit dem Drang, sich aus der ständigen Diskriminierung befreien zu wollen. In den üppig bewachsenen Gassen kommen die Reyes-Kinder und ihr zukünftiger Stiefbruder zusammen. Dieser hat maghrebinische Wurzeln und spielt Gitarre. Chico Buschiki. Ihre ersten gemeinsamen Konzerte geben sie an den Ufern des Flusses. Die Musik habe ich von meinen Brüdern gelernt. Meinen älteren Brüdern und meinem Vater. Denn fast jeden Tag wurde bei uns gespielt und gesungen. Ich sang auf der Straße, als ich klein war. Ich probierte mich aus und testete, ob es mir gefiel und ob meine Stimme das hergab. Und ich fand, dass meine Stimme gut genug war. Und plötzlich trägt mich der Wind davon und ich fliege im endlosen Himmel. Fliegen, singen. Die autodidaktischen Musiker kennen keine Noten. Sie lernen von den Älteren. Bei der Pilgerfahrt nach Sainte-Marie-de-la-Mer kommen Sinti und Roma aus ganz Europa zusammen. Eine Gelegenheit, sich Rhythmen und Gesten einzuverleiben, die ihrer Musik diese einzigartige Würze verleihen. Die Wallfahrt spielt eine maßgebliche Rolle in der Karriere der Reyes-Brüder. Denn in den 70er Jahren lernen sie hier die andere Hälfte der zukünftigen Gypsy Kings kennen. Die Brüder Balladó aus Montpellier. Leidenschaft und glühender Stolz eines ganzen Volkes prägen das alljährliche Ereignis. Und in jeder Ecke der Stadt spielt Musik. Französische und spanische Roma feiern die schwarze Sara, ihre Schutzheilige. Der Legende nach war sie die bescheidene Prinzessin eines indigenen Volkes. Das Eintauchen ins Meer folgt einer jahrhundertealten Tradition. Es symbolisiert die Ankunft der Heiligen in der Camargue, die nach dem Tode Jesu von Jerusalem aus das Mittelmeer überquerte. Wenn man nach Sainte-Marie-de-la-Mer kommt, betet man zuerst Sara an und dann die Spiritualität, die in Sara ist. Und das, was sie uns gibt, auch durch die Musik. Das ist ein Muss. Man kann nicht Sara anbeten, ohne Musik zu machen. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich will die Liebe inspirieren für den Schutzherrn des Lebens. Ich will mich verlieben. Bete und komm schnell. Die rituellen Gesänge der Roma handeln von der Liebe, dem Leben und dem Spirituellen.
Eigentlich werden sie nur im kleinen Kreis gesungen, doch die Gypsy Kings tragen sie hinaus in die Welt. Im Camp wird von morgens bis abends gesungen und getanzt. Die Feierlichkeiten dauern eine Woche. Jeder improvisiert einen Rumba Catalan, eine Art Flamenco mit karibischen Rhythmen. Diese repetitive Musik ist in Barcelona entstanden. Ihre besondere Prägung hat sie jedoch während der Wallfahrten entwickelt. Der Rumba Catalan entsteht aus der Situation heraus. Man weiß nicht, was man singen wird. Wenn wir zusammen sind, fängt einer an zu singen. Der andere nimmt den Faden auf und alle singen ihre Version des Rumbas. Dann fängt ein Mädchen an zu tanzen. Oder eine junge Frau. Es gibt keine festgeschriebenen Regeln. Der Rumba Catalan ist der Rumba der Camargue. Es ist unser ganz eigener Rumba. Es gibt ihn nur hier. Die Gypsy Kings eignen sich den Rumba von ihren Vätern an und erweitern ihn auf ihre Weise. Sie fügen, je nach Situation, Pop, Rock, Afro und maghrebinische Rhythmen hinzu. Ihr ganz eigener, schwungvoller Stil entsteht im Rhône-Delta. Im Geist einer Freiheit, die in den unendlichen Weiten der Sandflächen zu spüren ist. Viele kommen im Lauf der Zeit von überall her und wollen sich erden oder fliehen. Im Étang de Vacarès liegt unter Tamarisken versteckt das Restaurant Chez Bob. Insider wissen, dass Feste dort als Lebenskunst zelebriert werden. Man feiert Hochzeiten, Geburtstage oder andere Anlässe zum Gitarrenrhythmus in reinster Roma-Tradition. Hierher kommen die Leute aus der Camargue zum Essen. Hier wird mit der Musik der Gitans gefeiert, mit dem Rumba Catalan. Ich bin seit fast 40 Jahren hier und habe viele Menschen kennengelernt. Darunter Charles Aznavour, Cyndi Lauper. Es gefällt ihnen, weil es versteckt ist und sie ihre Ruhe haben. Es ist eine andere Welt. Es ist die Camargue. Voller Mücken, aber absolut fantastisch. Als Kinder dieser Region treffen die Gypsy Kings hier auf die gesamte Bandbreite der Provence. Gewöhnliche Menschen, Intellektuelle, Künstler, Hirten, Roma, Viehzüchter, Topmodels und Toreros. Ende der 70er Jahre werden sie von Brigitte Bardot entdeckt. Sie lädt sie ein, bei ihrem Geburtstag in Saint-Tropez zu spielen. Damit startet ihre internationale Karriere. Weltmusik ist gerade sehr angesagt und diese französischen Künstler verkaufen die meisten Alben weltweit. Eine schöne Hommage an den Geist der Camargue und ihr einmaliges Völkergemisch. Ich bin Zigeuner. Ich bin Zigeuner. Ich werde es immer sein. Nach den Gypsy Kings machen jetzt die Rosa Flamingos Musik. Das ist kaum zu glauben. Was ist denn das für ein Lärm oder eher was für ein Geschnatter? Denn typisch für den Flamingo ist, dass er nicht allein leben kann. Herdentrieb ist für ihn nicht einfach ein Instinkt, er ist das einzig Wahre. Und so versammeln sich 100, 200, 300 von ihnen in den Salzwasserseen der Camargue. 2020 zählte man fast 2000 Exemplare im Vogelpark Pont de Gaux im Rhône-Delta. Da versteht man ja sein eigenes Wort nicht mehr. Doch die Rufe der Flamingos unterscheiden sich durchaus. Wenn sie fliegen, natürlich immer in der Gruppe, klingt das so.
Es ist ein bisschen wie das Standlicht von Autos. Ein Schrei, um zu signalisieren, Leute, hier bin ich. Flamingos rufen aber auch, wenn sie etwas zu fressen finden. Das war Flamingisch für, na los, wir teilen. Algen und vor allem rosa Krebstiere, die ihrem Gefieder diese schöne Farbe verleihen. Dieses laute Getier ist nur still, wenn es schläft. Herrlich, diese Ruhe, nicht wahr? Und wie Sie wissen, schlafen Flamingos nur auf einem Bein. Aber warum ist das so? Im 19. Jahrhundert nahmen Wissenschaftler an, Flamingos hielten sich im Wasser nur auf einem Bein, damit Enten nur halb so oft gegen sie stießen. Andere vermuteten, sie würden ein Bein anziehen, um ihre Durchblutung zu regulieren. Aber Flamingos ziehen das Bein ein, damit sie sich nicht den Hintern abfrieren. Denn die ungefiederten Beine sind nicht vor Kälte geschützt und so bleibt zumindest ein Bein warm. Wenn man es ganz genau nimmt, müsste man sagen, dass Flamingos eigentlich gar nicht auf einem Bein stehend schlafen, sondern in der Hocke. Ihr Knie ist nämlich hier, unter dem Flügel, und der Knöchel da. Wenn sie auf einem Bein stehen, ist der Knöchel fixiert, wie wenn etwa die Stange vom Sonnenschirm einrastet. Ein toter Flamingo würde übrigens genau dieselbe Haltung einnehmen. Es kostet ihn keinerlei Mühe. Wohingegen wir armen Menschen unsere Muskeln anstrengen müssen, um uns auf den Beinen halten zu können. Es gibt mehrere Städte, die Skater zum Strahlen bringen. Paris, Barcelona, Montreal, Berlin und Melbourne. Aber eine übertrumpft alle. L.A. scheint wie für Skater gemacht zu sein. Die Asphaltwüste von Los Angeles ist von nahezu unmenschlichem Ausmaß. Gigantische Autobahnkreuze und mehrspurige Schneisen, teilweise über hunderte Kilometer lang, scheinen die Bewohner wie Riesenschlangen erwürgen zu wollen. Um sich von dieser Autostadt par excellence nicht unterkriegen zu lassen, haben ein paar mutige Stadtrebellen ihren eigenen Abwehrmechanismus entwickelt. Nur mit einem Brett unter den Füßen machen sich die Skater auf, die kalifornische Riesenstadt neu zu entdecken. Sie begreifen sie als organische Landschaft, die ihnen grenzenlose Möglichkeiten bietet. Die moderne Architektur der Nachkriegszeit in Los Angeles war wie geschaffen für Skater. Alle Formen waren abgerundet und geschwungen. Am ehemaligen Gerichtsgebäude in West LA sieht man zum Beispiel diese markante Welle, die als Schulhofüberdachung dient. Die Gesellschaft stempelte die Skateboarder als Nichtsnutzer ab. Tatsächlich aber wurde die Stadt durch sie menschlicher, als Architekten es sich je hätten vorstellen können. An der Küste zwischen Venice und Santa Monica trifft der wilde Pazifik auf den rohen Beton der Stadt. Hier schnappen sich in den frühen 70er Jahren ein paar Jugendliche, die mit ihren Familien gebrochen haben, ein Kinderspielzeug. Sie hauchen dem Skateboard ein neues rebellisches Leben ein. Junge Wilde ohne familiären Halt bauen sich ihre eigene Identität. Ein Surferladen wird ihr neues Zuhause, das Surfer in Santa Monica. Schon bald nennen sie sich die Sea Boys wegen des Z in Surfer. Das kleine Gebäude, in dem sich später ein Café befindet, sollte 2007 abgerissen werden. Weil es aber maßgeblich am Aufkommen der Skaterbewegung beteiligt war, wurde es zum historischen Erbe der Stadt erklärt. Hier ist mein Mekka. Und ich meine das wirklich im religiösen Sinne. Für uns ist Skaten eine Religion. Es ist ein Bewegungsablauf wie beim Surfen, der sich auf dem Asphalt und in leeren Schwimmbecken immer weiter verändert hat.
Mitte der 70er Jahre verbirgt sich hinter der schönen Jahrmarktkulisse von Venice eine Art Ghetto am Meer. Die Seaboys nehmen aber in der heruntergekommenen Umgebung auch Schönheit wahr und taufen das Viertel ironisch Dogtown. Zwar besitzen sie keine Autos, doch sie haben eine Vision. Sie verbringen ihre Tage zwischen Skaten und Surfen und gestalten nach und nach ihre Umgebung neu. Dank ihrer Kreativität wird Dogtown zur ultimativen Projektionsfläche für all jene, die sich vom kalifornischen Traum ausgeschlossen fühlen. Sie kamen alle aus zerrütteten Familienverhältnissen und irrten ziellos umher. Die Strandmeile wurde zu ihrem Surfspot, aber auch zu ihrem Versteck, wo sie Gras rauchen und Spaß haben konnten. Und an Tagen ohne Wellen begannen sie zu skaten. Wie es der Zufall wollte, gab es Mitte der 70er Jahre die schlimmste Dürre seit 100 Jahren. Plötzlich konnte niemand mehr seinen Pool füllen. Und in Kalifornien gibt es mehr Pools als sonst wo auf der Welt. Sie mussten laut Bauverordnung abgerundete Wände haben, damit sie bei einem Erdbeben nicht einstürzten. Die Seaboys haben sehr schnell begriffen, dass sie ideal zum Skaten waren.1976 lässt sich auch der Künstler und Skateboarder Craig Stassic in den Straßen von Venice inspirieren und erschafft ein legendäres Logo. Er greift das grafische Erkennungszeichen der benachbarten New Bethel Kirche auf und macht Dogtown zur Kultgegend. Tony Alva, Jay Adams, Stacy Peralta und all die anderen Seaboys werden zu Skater-Legenden. Wenn man heute durch West LA, Santa Monica und Venice fährt, sieht man die Seaboys auf allen Hauswänden. Sie sind zu wahren Helden der Popkultur geworden und haben etwas geschaffen, das heute die ganze Welt kennt. Aber angefangen hat alles hier. Mit den jungen Wilden aus Dogtown tritt Ende der 70er ein Symbol urbaner Rebellion einen weltweiten Siegeszug an. Für ein paar magische Sommer lang wird Skateboarding zum Massenphänomen. Doch 1979 ereilt das Skaten das gleiche Schicksal wie zuvor die Hula-Hoop-Reifen oder später das Kultspielzeug Jojo. Skaten und Dogtown sind nicht mehr angesagt. Doch das ist längst nicht das Ende der Geschichte. Denn auch die nachfolgende Generation entdeckt neue kreative Räume für sich. Zwei Autostunden östlich von Los Angeles beginnt am Fuße der San Jacinto Mountains die kalifornische Wüste. Auf dem Gipfel eines kargen Hügels, mitten im Nirgendwo, befindet sich ein beliebter Ort für Skateboarder, die Nude Bowl. Die Nude Bowl war ursprünglich ein FKK-Camp. 1963 gründen Pat und ihr Mann hier eine Siedlung, um FKK zu praktizieren. Es gab eine Hütte auf dem Gipfel, einen Pool und die Leute kamen, um hier splitternackt das Wochenende zu verbringen. Aber 1979 sind sie wieder weg. Der Ort ist immer mehr verfallen, bis ein gewisser Ron ihn Anfang der 80er bei einer Quad-Tour entdeckt hat. Er hat zwei Skatern davon erzählt, Kevin Skiba und Eddie Algera. Als sie herkamen, war der Pool voller Müll und alter Waschmaschinen. Es dauerte Wochen, bis sie ihn leergeräumt hatten. Aber schnell hat sich herumgesprochen, dass es in einer FKK-Siedlung diesen tollen Pool zum Skaten gab. In den 80ern schweißt das Poolriding, also das Skaten in leeren Pools, die Community wieder zusammen. Hey Freunde, perfekte Temperatur, kommt rein. Die Poolskater sind stets auf der Suche nach neuen Kicks und schrecken vor nichts zurück. Auch nicht vor der unerträglichen Hitze der Wüste. Manche chartern gar Flugzeuge, um Locations aus der Luft zu finden. Dieses jahrelange Schattendasein ist geprägt von einem endlosen, sturen und geradezu absurden Willen, das Skateboarden am Leben zu erhalten.
Ich gebe zu, dass ich ein bisschen von Pools besessen bin. Aber genau diese Location lockt Menschen aus der ganzen Welt an. Ich habe dort schon Leute getroffen, die alle Sprachen der Welt gesprochen haben, ohne sich zu verstehen. Aber beim Skaten funktioniert die Kommunikation von allein. Die meisten Skateboarder sind ein bisschen strange, Künstler, Freigeister. Und in diesen Pools zu skaten steht für ultimative Freiheit. Wenn man hier ist, gibt es keinen Job, keine Rechnungen, nichts. Es ist wie Harley fahren in der Wüste. Die gleiche Wut auf die Gesellschaft. Nein, keine Wut. Nur ein immenser Freiheitsdrang. In den frühen 90ern vermittelt das Skateboard ganz unerwartet politische Botschaften. Weit weg von diesen verlassenen Landstrichen, in einem beschaulichen Viertel von West L.A., lebt ein gefährlicher Unruhestifter, der Zeichner Todd Francis. Das Skateboard ist jetzt wieder ein Underground-Objekt und mischt sich mit anderen Gegenkulturen wie Punk, Metal und Hip-Hop. Die Designs auf der Unterseite der Boards lassen tief in die Seele der alternativen Bewegungen blicken. Anfang der 90er ging die Reagan-Ära zu Ende. Und für viele sah die Welt damals wirklich düster aus. Sogar ziemlich grauenvoll. Und mit Bush ging es gerade so weiter. Ich bin ein Kind der 80er und für uns Skater lag überall Punk in der Luft. Da war eine Menge Wut in den Leuten über das, was in der Welt passierte. Und ich war sozusagen das Produkt von all dem. Meine Zeichnungen sollten Botschaften beinhalten und eine echte Stimme sein. Meine Lieblingsthemen sind Umwelt, Müll, Erderwärmung, aber auch Rassismus, Sexismus, solche Dinge eben. Und da muss man wirklich kreativ sein, um die richtige Balance zu finden. Denn ein Design unter einem Board kann nicht nur ein Pamphlet sein. Es muss unterhaltsam bleiben, auch wenn man eine Botschaft vermitteln möchte. Das da mag ich. Plastik. Überall Plastik. Man sieht, Jesus ging nicht übers Wasser, sondern über Plastikflaschen. Wer weiß, vielleicht war er einfach ein Magier. Manchmal habe ich fast daran geglaubt, ein Design unter einem Skateboard könnte die Welt ein bisschen verändern. Also, dass ein 16-Jähriger kommt und sagt, ja, scheiß auf die Polizei, oder ich sollte wirklich weniger Fastfood essen. Ich versuche nur, die Leute dazu zu bringen, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Vielleicht wird so die Welt ein bisschen besser. Ich hoffe es jedenfalls, sonst sind wir am Arsch. Ende 2020 wird Skateboarding eine Disziplin bei den Olympischen Spielen und ist heute weit über die Grenzen Kaliforniens hinaus beliebt. Puristen verachten diese Ausweitung zum Breitensport. Doch die Skater-Szene in Los Angeles ist ihrer ursprünglichen Philosophie immer treu geblieben. Allen Minderheiten einen Raum zu bieten, weltoffen und vorurteilsfrei. In einem Latino-Viertel im Osten der Stadt ist der Chevy Chase Skatepark zu einer Oase für die Trittbretthelden und Heldinnen des LGBT-Kollektivs Booze Cruise geworden. Ich habe mit 8 Jahren angefangen zu skaten. Und als Person, die sich nicht mit dem zugewiesenen Geschlecht identifiziert, habe ich früh gemerkt, Skateboarding heißt gegen den Strom schwimmen. Ich fühlte mich auf der Welt ein bisschen isoliert. Menschen, die bi sind, eine andere Hautfarbe haben, non-binär oder queer sind, werden gesellschaftlich marginalisiert. So wie auch Skateboarding als Sportart lange marginalisiert wurde. Und obwohl es ziemlich gefährlich ist, hat mir das Skaten immer ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Skateboarding hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. All diese Dinge sind mir schon in sehr jungen Jahren bewusst geworden. Ich glaube wirklich, dass wir heute die Fackel der Rebellion tragen. Und ich denke, wir werden auch weiterhin diese Kraft sein, die die Zukunft des Skateboardings gestaltet.
Unser Tagesgericht überzeugt bestimmt nicht alle, doch es ist ein kroatischer Klassiker. Kaninchenbraten. Martina, die wir in Zagreb besuchen, verrät uns ihren Trick für zartes Fleisch. Hier das Rezept für Setna Lovacki. Guten Tag, ich brauche Karotten. Wir sind auf dem Markt von Dolac, dem größten in Zagreb. Ich brauche noch Gemüse für unser heutiges Gericht, Kaninchen in Soße mit Polenta. Die Verkäuferinnen sind wie Großmütter oder Tanten. Man nennt sie Kumice, also Patin, oder eben Kumice, Paten. Wissen Sie, warum die Verkäuferinnen auf diesem Markt Kumice heißen? Weil sie früher immer Kopftuch und Schürze trugen. Daran erkannte man die Kumice. Das unterschied sie von den herausgeputzten, gut frisierten Damen mit den gepflegten Händen. Und wir sind, was wir sind. Heute werde ich Kaninchen zubereiten. Das Fleisch kann manchmal etwas trocken sein, aber wir machen eine schöne Gemüsesoße dazu. Zuerst wird das Kaninchenfleisch gesalzen und gepfeffert. Alles gut vermischen. Dann wird es von beiden Seiten mit Mehl bestäubt. Ich liebe Kaninchenfleisch. Mein Vater hat früher Hasen gejagt. Man kann sagen, dass er mir diese Vorliebe vermacht hat. Ein kleines Stück Sellerie. In kleine Stücke schneiden. Jetzt koche ich das Gemüse für die Soße und den Kaninchenbraten. Das ist Schmalz. Unsere Vorfahren haben es immer auf ihr selbstgebackenes Brot geschmiert und nur mit Salz und Paprika gegessen. Meine Eltern haben das auch immer gemacht, wenn sie nicht wussten, was sie kochen sollten. Dann gab es Brotscheiben mit Schweineschmalz bestrichen. Knoblauch dazugeben. Dann gebe ich das Kaninchen in den heißen Schmalz zum Anbraten. Zum Schluss passierte Tomaten unterrühren. Dann übergieße ich alles mit kochendem Wasser und lasse es ca. 40 Minuten köcheln. Zu Kaninchenbraten mit Polenta passt hervorragend Krautsalat. Super. Wirklich? Oh ja. Mal sehen, ob die Kleine es auch mag. Ich bringe Sie jetzt nach Norwegen, auf die Inselgruppe der Lofoten. Dank zweier Verrückter erleben wir die Anfänge des Surfens in diesem Land. Die Bucht von Ünstad ist eine wahre Perle der Lofoten. Fjorde, spitze Gipfel, wilde, grandiose, unbezähmbare Natur und türkisblaues Wasser. Unten im Tal ein winziges Dorf. Die Berge scheinen es verschlingen zu wollen, dieses Dutzend Hütten mitten im Grünen. Wenn der Sommer zu Ende geht, wandern die Blicke durch die gute, jodhaltige Luft nach oben. Denn nicht selten zieht jetzt ein wundersames Leuchten über den Nachthimmel. Aber das Polarlicht ist nicht das einzig Kuriose in der Bucht von Ünstad. Hier gibt es nämlich zwei Pioniere, die sich kühn und wahrlich unverfroren gezeigt haben.
Wie und wann berichten Hans-Egil Krane und Thor Franzen jetzt selbst. Mit echt Good Vibrations. Wenn wir Teenagers. Im Januar, Februar, März wird auf den Lofoten Kabeljau gefischt. Als Kinder waren wir immer auf den Schiffen. Manchmal sind wir auch mit rausgefahren. Mit 15 waren wir mit der Schule fertig. Da war es völlig normal, auf einem Schiff anzuheuern. Und so fuhr ich mit einem Frachter eine Ladung Holz von Kanada nach Australien. In Sydney streikten die Docker. Wir hatten nichts zu tun und gingen jeden Tag an den Bondi Beach. Und da sah ich sie, die Surfer. Gehört hatte ich schon vom Surfen. Aber ich wusste kaum etwas darüber und hatte es noch nie gesehen. Wir lernten dann ein paar australische Jungs kennen und die brachten uns ein bisschen Surfen bei. So eine Welle zu kriegen, ist wirklich ein tolles Gefühl. Und als ich zurück nach Norwegen kam, fing alles an. Das war 1963? Ja, genau. Surfen ist damals so beliebt wie nie. Der Sport stammt aus Polynesien, ist aber in erster Linie aus Hawaii an die kalifornische und australische Küste geschwappt. Er hält Einzug in Kunst, Film, Musik, Mode und in den alltäglichen Sprachgebrauch. Innerhalb von ein paar Jahrzehnten ist eine regelrechte Surfkultur entstanden. Als der junge Hans auf die Lofoten zurückkehrt, ist er begeistert von dem Sport, mit dem er vielleicht auch Eindruck bei den Mädchen schinden kann. Und so liebäugelt er damit, auch hier zu surfen, in seiner Heimat nördlich des Polarkreises. Die Lofoten haben viele Strände. Da sollte man hier doch auch surfen können, dachte ich. Egal, wie kalt das Wasser ist. Aber dann versuchte ich, ein Brett aufzutreiben. In den Osloer Sportgeschäften hatte man schon davon gehört, aber sie sagten, wenn ich ein Surfbrett wolle, müsste ich schon nach Kalifornien fahren. Tja, also ging ich zu Thor und wir beschlossen, selbst eins zu bauen. Wir hatten keine Ahnung, wovon er überhaupt sprach. Aber er meinte, wir würden jetzt ein Brett bauen. Die beiden Freunde müssen ihr Brett aus dem basteln, was ihnen zur Verfügung steht. Wie das Ganze aussehen soll, zeigt ihnen die Beach Boys-Platte Surfin' Safari. Und los geht's. Wir hatten keine Ahnung. Außer der Platte hatten wir kein Bild. Nichts, das uns weiterhelfen konnte. Keine Zeichnung, nichts. Nichts. Wir mussten sehen, wie wir zurechtkamen. Unten im Keller von seinem Elternhaus. Das wurde eine lange Geschichte. Erst wollte ich es aus Holz machen, aber ich konnte nirgends ein Stück finden, das groß genug war. Also dachten wir, nehmen wir Styropor. Wir klebten ein paar Platten zusammen und schnitten sie mit einem Messer in Form. Dann kam das Fiberglas drauf. Wir probierten etwas aus, es ging nicht. Dann probierten wir etwas anderes und so weiter, bis wir endlich heraus hatten, wie es ging. Schließlich sind die Bretter fertig und die Kumpels beschließen, sie in der Bucht von Ünstad einzuweihen. Die ist wegen ihrer starken Strömungen bei den Seeleuten gefürchtet. Aber das ganze Jahr hindurch gibt es dort spektakuläre, gleichmäßige Wellen. Perfekt zum Wellenreiten. Also ab ins Wasser. Anzüge haben sie keine, aber was soll man sich mit Kleinigkeiten aufhalten? Hans und Thor stürzen sich einfach so in die eiskalten Wellen. Es war total verrückt, da reinzuspringen. Zwar war es Sommer, aber das Wasser war kalt. Wir hatten kein Thermometer, konnten die genaue Temperatur nicht messen. Aber wenn ich sage kalt, dann war es richtig kalt. Wir blieben immer nur kurz drin, wärmten uns am Strand wieder auf und gingen wieder rein. Das Wasser hat um die 10 Grad. Die ersten Versuche sind also eher schmerzhaft. Die Bretter haben kein Fußseil und gehen in der Strömung ständig verloren. Doch nach und nach lernen die Lofoten-Boys aus ihren Fehlern.
Sie ziehen Wollpullis unter die Tauchanzüge, die sie sich besorgt haben, und durchschauen den Wellengang immer besser. In Ünstadt und Umgebung hält man sie für verrückt. Damals hatte ich kein Auto. Meine Schwester hatte eins und fuhr uns in den Lofoten herum mit dem Surfbrett auf dem Dach. Alle schauten, meine Güte, was ist das denn? Ein Surfbrett auf den Lofoten? Die Leute dachten, wir seien verrückt, hier in diesem kalten Wasser mit dem Surfen anzufangen. Sowas macht man in Hawaii oder Kalifornien. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten werden Surfer aus ganz Norwegen und weiter weg von den Wellen des Nordmeeres angelockt und treten in die Fußstapfen von Hans und Thor. Weit weg von Polynesien und Hawaii bricht die Surfwelle über die Lofoten herein. 2003, 40 Jahre nach der Premiere, ist der Andrang so groß, dass Thor einen Campingplatz eröffnet und Bretter vermietet. Die Bucht von Ünstadt wird für Surfer zu einem absoluten Muss. Wir waren in Hawaii und dort wussten sie genau, wo Ünstadt ist. Ach, ihr habt den Campingplatz in Ünstadt? Wo man auch hingeht, jeder kennt Ünstadt. 2007 veranstaltet Thor mit den Lofoten Masters den ersten internationalen Surfwettbewerb im nördlichen Polarkreis. Die Nachfolge scheint auch gesichert. Anker Olsen Franzen setzt die Surftradition seines Großvaters fort. Mein Enkel ist ein ausgezeichneter Surfer. Aber sein Vater hat ihn auch schon als Kind hier in Ünstadt mit aufs Brett genommen. Jetzt, wo er älter ist, ist er im norwegischen Team. Zum Schluss wärmen wir uns in der Sonne von Barcelona auf. Wie hat die Radiosendung El Consultorio Millionen Zuhörerinnen 30 Jahre lang zum Narren gehalten? Die Moderatorin hat es nie gegeben. Elena Francis wurde von einer katalanischen Industriellenfamilie erfunden, um ihre Schönheitsprodukte über die Radiosendung zu verkaufen. Zwischen 1947 und 1984 wurde sie von 7 verschiedenen Frauen gesprochen, ohne dass es aufgefallen wäre. Noch schlimmer ist, dass die Sendung ein Sprachrohr von Franco war. Der wollte, dass Frauen zu Hause bleiben und sich ihrem Mann unterordnen, selbst wenn dieser gewalttätig war. Seitdem hat sich viel verändert. Spanien ist heute ein Vorbild im Kampf gegen häusliche Gewalt. A bientôt.